sehe schon diese Kuppel da, diese, den Dom. Wir müssten jetzt mittig sein vom Compound. Ja. Noch ein paar Meter, dann gehen wir westlich hoch. So, hier jetzt nach West hoch. Du wirst an Steinen bleiben. Okay. Ja, West. Alpha von Bravo flankieren den Feind jetzt aus östlicher Richtung. Wollt ihr das übertragen? Ja. Geil. Den wart ihr schon. Ja. Bravo ja. Von Alpha, mein Team wurde aufgeraucht. Ich könnte die Hilfe gebrauchen, komm. Okay. Wir fallen den Feind jetzt in die Flanke und schließen uns euch auf. Ich brauche hier verdammt nochmal Hilfe! Also noch einer da vorne? Wow! Ich bin dran! Frag out! Rauch! Rauch geil! Komm, wir gehen in den Compound rein! Sehr gut hier! Rauch ist raus! Warte, warte, warte! Oh, Snoop! Wow, nicht rum! Wo ist der? Der ist direkt hinter dem Container irgendwo. Scheiße. Vorne raus. Nicht rechts rum. Schmeißt mal eine Smoke hier in die Öffnung. Bleib ruhig. Hol den raus da. Zieh den rüber. A, B. Alpha-Status. C. Zwei Verwundete und wir erfahren ihn gerade. Check haben auch einen Verwundeten, ziehen uns kurz zurück. Du musst ein Stück weiter nach links lassen. Komm ich nicht. Da, Achtung, vorne, direkt voraus steht einer. Ja, runter! Kann ich. Heilige Scheiße. D. Ah. Halt durch, Junge. Alles klar, Alpha, wieder komplett einsatzbereit. Wir gehen, machen den Angriff weiter. Ja, Checks sind auch gleich einsatzbereit. Ah. Du machst das 250. Super, Junge. Du schaffst das. Ja, Blut ausspucken. Ja, dann würde ich sagen, deckt Richtung Nordwest, Nord. Weiter in den hinteren Bereich des Compounds. Na, ihr könnt nicht drüber gucken, das ist so hoch, diese Scheißbarriere. Vielleicht sollten wir von hinten rum oder so. Ja. Vielleicht ja, besser. Arbeiten wir uns einfach hier Richtung Nord. Natürlich erhöhte Aufmerksamkeit in den Compound rein. Ich hab check, ja. Sagst du noch Bescheid? Handgranaten oder so? Handgranaten oder Rauch? Ja, Handgranaten, Rauch, alles. Acht gar Stück nichts mehr, ne? Handgranaten, zwei Rauch. Okay, halt die bereit. Welche, Rauch oder Handgranate? Beides, je nach Situation. Also Granaten rein, falls wir da der Beschuss kommen, dass wir die schnell ausschalten. Tempo. Achtung! Kommen wir von hinten Beschuss rein oder was? Nee, das ist Alpha, die sind aus der Sicht. Ja, aber die schießen doch in unsere Richtung. Okay, weiter. Los? Los, los, los. Ja, bauen wir mal durch, dass wir jetzt am östlichen Rand des Compounds Richtung Nord holen. Wir bewegen uns jetzt am östlichen Rand des Compounds und dringen von dort aus ein. Hier ist ein Loch. Weiter, wir umgehen das Ding erstmal. Wow! Wow! Das ist komm, Gas! Fuck! Das kommt von hinten! Kommt, kommt, kommt! Wir sind drüben! Deckung. Hast du es noch? Okay, dann gehen wir jetzt hier direkt an den Dom ran. Da ist noch ein Zaun, aber da ist auch ein Eingang. Ja. Alles klar, Bravo. Direkt am Eingang haben wir noch ein Fahrzeug mit Granatwerfer. Bewegt dich allerdings nicht. Wie ist die Position halten?
Okay, ist gut. Ja, check, wir befinden uns jetzt an der Radarstation, also an dem Dom. Oh. Alles klar, verstanden. Ja gut, Paul, dann funk du einfach für mich weiter. Nicht, genau. Soll ich hier weiter rum umdrehen und gucken? Hast du mitgekriegt? Die haben ein Fahrzeug irgendwie vorne. Ja. Am Eingang. Ja, nimm mal Johnson mit und guck mal, was im Westen los ist bei diesem Container. Wow. Schnell! Im Westen? Ach, wir kriegen Beschuss rein. Johnson hört, glaube ich, wieder nicht. Geh mal mit ihm. Go, 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 Johnson, go! Schneller, schneller! Ach, das war ja Blue. Geh rein. Check. Sicher. Container ist sicher, Snoop. Ja. Paul? Hört? Ja, ist sauber. Der Feinde? Negativ. Negativ. Ich weiß auch nicht, wo das Auto sein soll. Oben am Haupteingang, meinte der. Ja. Na, da steht's doch direkt voraus. Nee, das ist er nicht. Mal hier in der Hütte gucken, hier, wo wir stehen, ob da was drin ist. Ist nicht. Ist nicht? Okay. Aber meinst du, die geht nicht auf, die hier ist Schlüssel. Gut. Können wir uns dem Haupteingang etwas nähern? Der müsste ja hinter der Halle sein, die... Ja, wir könnten an die Halle ran. Wir könnten hier rechts raus und einmal rum und dann in die Halle ran, das ist relativ sicher, weil wir dann halt abseits von der Base. Alpha, ist das Fahrzeug noch aktiv? Komm. Schwer zu sagen, hat Reifen verloren durch unsere Granaten und der Motorsound ist weg, aber der Granatwerfer zieht immer noch uns. Komm, wir gehen zu der Lagerhalle. Okay, verstanden. Wir bewegen uns jetzt an die Lagerhalle ran, die große. Alles klar, verstanden. Waffen immer in Anschlag. Wo seid ihr? Wir sind schon draußen. Okay. Schnellen Schritt. Oh. Die schießen die auf uns? Nee, die sind. Vor der Halle habe ich vorhin auch noch einen laufen gesehen, wie gesagt. Gut, bevor es mich erwischt hat. Ja. Blue, schaust du mal dazu? Jo. Sind jetzt westlich an der Lagerhalle, dringend ins Haus. Ich nehme an. Granate ist raus. Pass auf, wegen Zivilisten, Gefangenen. Das kommt so an, das wäre Pech. Achtung. Das ist bewaffnet. Folge. Bravo, könnt ihr euch mal das Fahrzeug ansehen? Ja, ich mach das. Ja, positiv. Raus. Kontakt runter. Ihr macht dann da Breakdance, soll ich ihn erschießen? Wie sieht das mit dem Fahrzeug aus? Ja, ich sehe es unten auf der Straße. Soll ich mich mal ranschleichen? Ja, check. Schleichen wir uns jetzt ans Fahrzeug ran. Alles klar. Fuck, hier kommt man nirgendwo raus. Achtung, freundlich. Jo, haben wir hier Blick auf Gebäude, bedenken euch. Freundlich. Aus. Mach sie fertig. Okay, da liegen mehrere Leute neben dem Fahrzeug. Achtung, bin am Fahrzeug. Hat jemand das Gewehr gemacht? Nein, jetzt nicht. Ich hab ein Satchel. Ja, ich kann mal schießen. Satchel ist am Fahrzeug, geht in Deckung. Sprengung. Achtung, komm wieder rein. Freundlich. Ja, komm nicht, komm her. Vorsicht. Laden. Gibt's hier irgendwo ein paar Magazinchen? Na, was die Feinde haben dasselbe Kaliber, kannst mal gucken. Hm? Die Feinde sollten dasselbe Kaliber haben. Ja, aber... Wenn nicht, kriegst du von mir welche. Ich glaube, die Magazine passen nicht.
Ne, müsste man umpacken. Das kann ich leider nicht, wurde mir nicht beigebracht. Ja, ich habe noch knappe 100 Schuss. Snoop? In 3 Magazinen. Ja. Gebäude weiter kontrollieren wegen dem Piloten. Ist ein Pilot drin? Ja. Soll ich dich zuführen? Alpha, wir haben den Piloten gefunden. Wir brauchen hier mal einen Operator. Haben wir nicht einen? Johnson ist doch auch einer. Ja, stimmt. Mach vorne mal auf. Wo war der Pilot? Hinten links in dem Raum. Okay. Bentley. Bravo ist da. Alpha ist da. Bravo sowieso. Check. Links im Raum ist der Pilot. Okay, Operator. Reden Sie mit dem Mann. Was ich brauche hier eine Minute alleine. Und bitte wischt euch das Blut aus dem Gesicht, ja? Mach mal bitte alles schnell, in Ordnung. Alles weil hier in Ordnung. Die Leichen fangen schon an zu stinken. Wo soll der sein? Oh nein, geht man drin. Hat ihm die Beine abgeschnitten. Das ist ja noch schlimmer als die Schnürsenkel. Wir sind hier zu ihrer Rettung. Wie lautet der Mädchenname ihrer Mutter? Wo wurden sie geboren? Ja, er ist es. Identität bestätigt. Was? Was war das? Scheiße, der falsche Button war das. Hast du den Button gelegt oder was? Nein, alles in Ordnung. Nein, alles in Ordnung. So, ich habe ihn. Haben wir noch irgendwelche Dokumente dabei? Kommt der Mann auch? Ja, nee, Sir! Hat einer von euch einen Piloten? Hat Frontcaller, zieh ihm Kolm über und nimm ihn mit. Ja, der kommt bestimmt nach. Also, der kommt nach. Ja, der kommt nach. Hier liegt noch was. Okay, wir sammeln jetzt im Hof. Okay, alle in den Hof kommen. Sir, bewegen Sie sich bitte in den Hof. Was ist hier das mit dem Nebenraum? Ist der auch schon? Oh. Decke Südwest, Südost, Entschuldigung. Da ist er doch. Guten Nord. Mann. Moin Keule, na wie geht's? Hallo. Der Heli sieht doch gut aus zum Exfil, oder? Wir müssen ja sowieso zu Airbus. Sir, können Sie uns hier rausfliegen? Vielleicht steigen wir mal ein. Vielleicht. Ja, lad ihn mal ein. Total traumatisiert, ihr seht doch, dass ihm da drei. Vielleicht sollten wir ihn nicht fliegen lassen. Total traumatisiert, ja, der Gute. Hat mal jemand seinen Mund geguckt, ob er noch eine Zunge hat? Oder da eine Bombe versteckt? Ist das Ding überhaupt noch heile, so viel Mensch, wie Paul, du kannst doch fliegen, oder? Ich schau mal nach. Flugschein gemacht? Ja, ich probier's mal. Für Segelflugzeuge. Sieht doch gut aus. Ich mein. Ja, mir ist lieber ein Typ, der nicht fliegen kann, als ein traumatisierter Pilot. Los geht's. Besser als laufen ist das auf jeden Fall. Geht, du den Job war. Einsteigen. Du drin. Alle drin? Alle drin, Pilot oder? Ist auch drin, ja, der ist auch drin. Der läuft schon nach, der läuft halt ja, ich kann, kannst du mal die Bordsound und Stereoanlage anmachen? Nee, das ist ein bisschen laut. Fress das. Wer fliegt die Kiste gerade? Voll. Du hast Flares, ne? Nö. Nee? Nur die Instrumente sind schon ein bisschen zerstört und der Main Rotor. Boah, den brauchen wir nicht. Wir sehen alle total deprimiert aus, wenn wir hier nach unten gucken. Paul, was bedeutet diese rote Anzeige am Höhendruck? Das ist eine gute Frage. Das ist alles okay, Scherze. Segelflugzeug hat sowas nicht. Das iranische Bauer, das ist alles anders. Ich sehe links Boden und rechts Himmel. Ich weiß nicht, ob das so ist. Wir sind über der Exfil-Zone. Dann bringen sie uns mal runter. Wenn Sie nur nach links aus dem Hubschrauber rausschauen, sehen Sie den Flughafen. Wie immer ist dort nichts los. Weiß mich mal ein, ich kann nicht sehen. Ja, es ist ziemlich nebelig, aber du machst doch nach unten runter. Ist noch Platz. Das sieht definitiv auch so an, noch weiter runter. Du musst auf jeden Fall weiter nach Süd. Ost. Dreh mal die Kiste. Dreh mal Richtung Ost. Oh, ganz schnell runter. Mach mal hier ein bisschen Gas raus. Da kommt viel Boden. Lassen Sie den Mann, der kann das schon. Ja, ich denke, hier kannst du runter. Er landet sowas von auf dem Fahrzeug. Lass dich nicht verunsichern. Aha. Nee, fahr
bin ein bisschen nervös. Du bist über Wasser, Ach Mann, Leute! Ich würde mal sagen, das war's, oder? Das war's, ja. Dienstschluss. Ja. Den Piloten hättest du eigentlich auch noch einladen können über Dingsmenü. Ja, hatte ich nicht. Okay. Ach, der wollte nicht mit? Da hinten, was ist denn da hinten los? Ja, der folgt mir doch jetzt über das automatische Folgen durchs Minenfeld, durch die Wälder. Er braucht nur einen kleinen Anstups, wisst ihr. Das Befehlsding geht über, ne? Ne? Ist schon. Das ist ein Bild für die Götter irgendwie. Ist eine rote Kiste. Sollen wir noch ein Gruppenfoto machen, oder? Ja, dreht euch mal zu mir. Stell euch mal ein bisschen beisammen. Zwei Lass Mann mal von Bravo unterteilen, bitte, ja? Mit so einem explosiven Hintergrund? Okay. Nein, sammelt euch doch mal. Alle dahinter stellen, los. Dreimal dahinter, los. Bisschen zusammenrücken. Ja, noch ein bisschen. Hier, Paul. Ne? Ja. Okay, das